wenn ich ein bisschen besser werde, wage ich mich vielleicht auch an Übungskampf mit Silva. Aber gegen den möchte ich mich auch noch verlieren. Das ist nämlich... Weiß auch nicht. Wir müssen auch langsam irgendwas machen können. Wir kriegen also ab einer bestimmten... Ah, schnelle Reaktion, na endlich. So, als nächstes machen wir das. Könnten wir auch hier hingehen. Wir brauchen eigentlich jetzt 14 schon. Wahnsinn, wie scheuer das ist. Ich guck mal, wo wir jetzt stehen. Wir sind schon auf Rang 6. Aber ich glaube, Kick Sloan schaffen wir noch nicht. Und Ritterrüstung. Je mehr Ausdauer du hast, umso weniger Schaden erleidest du. Dein Zuhause? Hey! Das Camp hier hinten ist weg. Egal. Was ist das denn? Ich gehe jetzt mal... Noch nicht. Ich schlafe jetzt mal kurz, ess was. Und ich glaube, dann gehe ich mal zur Bar und prügel mich. Ein bisschen hinter den Gassen rum. Oder ich mache das morgen. Ich glaube nämlich, da kann man Geld, kann man jetzt richtig Geld machen. Ich habe nichts mehr zu essen, so ein Mist. Vielleicht gibt es hier auch eine Blume. Ich sehe keine, ich sehe bloß haufenweise Obst was und Gemüse, was wir nicht essen können. Bleibt halt nur Pizza für uns. Wir liefern nochmal ein bisschen Pizza aus. Boah, richtig guter Trainingstag, muss ich sagen. Aber den nächsten Kampf lasse ich auf jeden Fall aus. Lasse ich erstmal aus, auch wenn ich da wahrscheinlich wieder Punkte verliere. Oder ich probiere es mal bei diesen Ultimate-Fights da hinten, aber ich glaube, da kriege ich doch... Kriege ich vielleicht noch mehr ab. Schlafen ganz kurz. Trainiere nochmal kurz und dann gucke ich mir, ob ich bei den Ultimate Fights irgendwas da hinten abräumen kann. Weil wenn ich jetzt für einige Kämpfe sogar Geld kriege, brauche ich vielleicht nicht mehr arbeiten. Warum ist das blöde Camp weg? Ah, Mist. Nee. Ich möchte wenigstens die Werte hoch haben. Mache ich halt einen Trainingstag. Damit muss ich halt leben. Noch ein bisschen laufen. Schadet ja auch nicht. Sehr gut. Okay, ich probier's mal. Warte mal. Muckibude habe ich, glaube ich, nichts gesehen. Ja. Ich gehe mal zur Lagerhalle erstmal. Ich will mal das probieren. Hey, ich höre das Ultimate Fights, stimmt das? Du siehst nicht aus wie ein Polizist. Jo, ja. Ultimate Fights, jetzt kannst du in der Ultimate League kämpfen. Mache mir schon ein paar Sorgen. Dann bin ich dabei. Okay, aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Unsere Kämpfe sind richtig gefährlich. Nimm die Herausforderung an. Du kämpfst zum ersten Mal in der Ultimate League. Ich bin so aufgeregt. Typ, geplante Kämpfe, Punktzahl 0 von 300. Kampf verfügbar. Wie funktioniert denn das? Zufällige Gegner. Ausdauerkämpfe, gewinne 2 am Stück. Hardcore-Kämpfe, starke Gegner. Ah, ich weiß gar nicht, gegen wen ich kämpfe. Das ist ja noch viel interessanter. Ich probiere mal einen Kampf. Sieht interessant aus. Gegen Fred Gatley. Den könnte man schlagen. Ich werde aber mal den normalen Punch rausnehmen und hier die hohe Rückhand nehmen. Ich sollte... Warte mal, mir ist gerade was aufgefallen. Naja, wir sind ungefähr gleich stark. Aber ich habe die ich habe deutlich besser aus... Der hat die Gegenreaktion! Mieser Penner. Du musst öfter... Oh ja, sehr gut. Und zwar die Taktik sehe ich gerade. Auf geschick basierende Taktik, hohe Wahrscheinlichkeit auszuweichen und zu treffen. Viele Gegenangriffe, moderater Schaden. Alle deine Talente haben höhere Trefferwahrscheinlichkeit.
Da sollte ich doch lieber das nehmen. Und wir hauen ihn wieder um. Ui, ui. Da war er jetzt aber gerade richtig stinkig auf uns. Und wieder zu Boden gegangen. Fred, du hast keine Chance gegen das Brett. Und noch einer. Sehr gut, wir haben gewonnen. Ja, wir kriegen Geld. Wir kriegen Geld fürs Leute verprügeln. Ist das nicht geil? Genauso muss das ablaufen. Was ist jetzt los? Der Terminator hat's gesehen. Wer ist der Mann mit dem roten Auge? Ich habe das Gefühl, ihn schon einmal begegnet zu sein. Also ich sehe ihn zum ersten Mal. Als ich ihn zum ersten Mal hatte ich das gleiche Gefühl. Jeder nennt ihn den Mann mit Schwarz oder das rote Auge. Sehr kreativ. Er richtet auf seiner Insel einen Wettkampf für die besten Kämpfer aus. Gelegentlich kommt er her, um sich die neuen Kämpfer anzuschauen, aber er lädt nur die Meister ein. Da muss ich halt ein Meister werden. Nehmen die Herausforderung an. Der erste blutige Kampf geschafft. Takes a challenge. Bereit für die Herausforderung. Du musst dich in der Ultimate League beweisen. Erreiche die gelbe Zone und das dauert bestimmt ein Weilchen. Wann gibt's denn den nächsten Kampf? In 3 Tagen. Okay. Wir fahren jetzt hier mit dem Bus hin. Ach, das Mädel kann von mir aus noch ein bisschen warten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss hier Leute verprügeln und Geld dafür verdienen. Ich nehme trotzdem weiter die Handpads. Ich habe bloß 2 Kekse für den Kampf bekommen. So, gehen wir doch... Halt, Moment, was ist das? Aha, ich brauche noch 3 Stück. Hab wieder eine gefunden. Ob das random ist, wo die sind? Mit den Werten könnte ich vielleicht sogar schon gegen die Banditen bestehen. Vielleicht soll ich mir mein Trainings... Dings ein bisschen erhöhen. Ich muss bloß aufpassen, dass meine Werte jetzt nicht unter 6 fallen. Damit ich auch gegen die Verbrecher bestehen kann. Wahrscheinlich sind sie jetzt unter 6, genau. Jetzt haben wir sogar 2 Sachen da. Da werde ich aber ein paar Tage sitzen, bis ich das hab. Hm? Hallo? Hä? Was war das jetzt? Habt ihr es gesehen? Ich war eigentlich zu Hause, aber irgendwie konnte ich nicht nach Hause ins Haus reingehen und dann musste ich nochmal mit dem Bus hinfahren. Total bescheuert. Ich vermute mal, das war eine Art Bug. Ich warte meistens mit den Spielen ein bisschen, weil ich darauf hoffe, dass die meisten Bugs gefixt sind. Und das ist meistens besser, wenn Bugs gefixt sind, weil die wenigsten Bugs sind einem zum Vorteil gereicht. Meistens ist es nämlich eher andersrum. Dass die Bugs einem irgendwelche Nachteile verschaffen. Wie den hier gerade. Klar, das war jetzt bloß ein Dollar, aber trotzdem, wer weiß, wie oft das vorkommt. Oh, wir bleiben noch auf dem Level. Ein bisschen Punching Ball. Wartet mal. Ach nee, doch nicht. Ich dachte alles, wenn man anfängt zu trainieren, dass das irgendwie mehr bringt gerade. Hat gerade so ausgesehen. Noch ein paar Liegestütze. Also Stärke haben wir wirklich überhaupt nicht. Kann ich nicht abstreiten. Wenn wir jetzt sogar Geld kriegen dafür, dass wir in den Kämpfen teilnehmen, finde ich das echt gut. Das kann uns nämlich eine Zeit lang hochhalten. Beziehungsweise können wir jetzt, keine Ahnung. Irgendwas wird es schon bringen. Fällt gerade nichts ein, wenn ich ehrlich bin. Gut, die Werte sind noch gut. Ich brauche $250, um mir das nächste Trainingsgerät leisten zu können. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch hinkriege. Da muss ich noch 2-mal das Ding vollkriegen.
Und dann hätte ich auch, habe ich auch nichts mehr zu essen. Und dann wieder alles voll mit Pizza. Müssen wir wieder schlafen, dann müssen wir wieder trainieren. Circle of Life. Und sind die Werte natürlich wieder unter 6. So, jetzt essen wir uns wieder voll und dann... Sehr ärgerlich, dass wir nicht über 7 Pizzen kommen. Na, da könnte ich echt so viel Zeit sparen, beziehungsweise auch Geld, wenn ich das auf Masse kaufe. Wieso kriege ich eigentlich keinen Rabatt? Ich kaufe da alle 2 Tage 9 Pizzen, also bitte. Muss doch irgendwelcher Rabatt drin sein. Training braucht wirklich sehr wenig Essen und sehr wenig Schlaf. So. Gehen wir wieder arbeiten. Und hoffen, dass unsere... Ich muss dreimal schaffen. Hoffen, dass die Werte jetzt so hoch genug bleiben. Ja, es reicht. Noch 2-mal, dann vielleicht auch 3-mal. Also 2-mal muss ich mindestens, aber 3-mal war besser, dann kann ich mir neue Pizza leisten. Ist das nicht ein Ultimate Fight? Muss ich dann gleich mal schauen. Und dann hoffe ich doch, dass wir diesmal wenigstens nicht verlieren. Ist ein Ultimate Fight? Morgen. So, jetzt gehen wir zum Meister Proper. Und wir werden nicht überfallen, das ist gut. Psst, psst. Yeah. Der Typ ist riesig und trägt eine Brille, also muss er schlau sein. Da steckt Magie drin. Magier. Du bist der Typ mit den Zaubertricks. Zauberei? Nein, nein, hier, das ist Wissenschaft. Ich habe Tränke, die ich härter, besser, schneller und stärker machen. Ich mische in meinem Keller. Du siehst aus, als wärst du mutig genug, um sie auszuprobieren. Hm, klingt ja toll. Das ist es. Es gibt natürlich ein paar Nebenwirkungen, aber nichts Schlimmes. Ganz bestimmt nichts, was einen mutigen Typen wie dich aufhält. Ist das teuer. Ich gehe lieber zum Meister Proper. Ich hole mir erstmal den Wing Chun Apparat. Das sind übrigens die Apparate, mit denen die Samurai trainieren. Verstehe ich das richtig? Jetzt, wo ich stark genug bin, werde ich natürlich nicht mehr von den Räubern angegriffen, so wie es aussieht. Zwei Pizzen gegessen und haufenweise Limos getrunken. Nicht gesund, aber ich habe nichts anderes zu essen mehr im Haus. Und es macht uns ein bisschen glücklicher. So, jetzt trinke ich noch die restlichen Limonaden. Trainiere kurz hoch. Und dann kann ich mich an den nächsten Ultimate Fight machen. Und die nächsten 40 Dollar verdienen. Das ist echt ein guter Nebenverdienst, muss ich sagen. Wenn man dabei was verdient. Und unsere Laune müsste danach auch wieder besser gehen. Komm schon, der Wert muss auf 6 sein, bevor der Tag rum ist. So, Ultimate Fight. Okay, da steht nichts anderes, okay. Wir kämpfen gegen Jared. Oh, er hat den Techniker. Ja, aber wir sind... Wir machen mal doppelte Geschwindigkeit, mal sehen. Ah, wir schaffen es mit der Ausdauer auf jeden Fall. Ich sollte auch mal wieder die Handpads machen, fällt mir gerade ein, aber das mache ich wahrscheinlich erst wieder richtig, sobald... Tritt doch zu! Brett. Ja, genau. 2 Tritte mitten ins Gesicht, das tat weh.
Das ist gut so. Schlag ruhig häufiger zu. Seine Ausdauer geht auf jeden Fall in den Keller. Seht ihr das? Sie ist fast auf Null. Ja, jetzt hast du ihn gleich. Nochmal. Nachsetzen. Ah, in der Runde jetzt aber. Ja, nein, keine Konter. Ach, der dieses Angriff überspringt, das ist vielleicht gar nicht so doof, wenn man Sachen hat, die sehr viel Ausdauer brauchen. Das kann nämlich verhindern, dass die Ausdauer auf Null fällt und man dann verprügelt wird. Weil wenn man einmal auf dem Boden liegt, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Der ist schon deutlich härter, wie wir feststellen. Ah, wir haben ihn trotzdem erwischt. Er wird trotzdem verlieren. Also es steht sehr schlecht um ihn. Ja, und das war's. Kriegen wir wieder Geld? Und wir kriegen wieder 40 Dollar und 70 Laune. Wahnsinn.